Hier fällt mir eine Sache ein. Ich bin in den letzten Jahren auf viele Studenten gestoßen, sei es in Medina, sei es in Marokko, sei es sonst wo. Viele von den Studenten, du siehst, wie sie immer die Schüler oder die Lehrer fragen, welches Buch soll ich lernen, welches Buch kannst du mir empfehlen, was soll ich in Hadith lesen, was soll ich in Aqidah lesen, Usul Fiqh, Qawaid Fiqh, Mustalah al-Hadith. Dabei vergessen sie ein gewaltiges Buch, das gewaltigste Buch überhaupt, das dein Kitabul Iman an sich schlechthin, Kitabullah, Kitabullah. Das Buch Allahs ist dein erstes Buch, was du, wo du dich vertiefen solltest und über die Bedeutungen nachdenken solltest. Die ganzen Wissenschaften kommen danach. Aber wenn du Allahs Buch nicht diese hohe Stellung gibst, was willst du für andere Wissenschaften lernen? Was willst du für andere Wissenschaften lernen? Wir haben das gesehen in Medina. Sehr viele Studenten sind in die Fakultät des Hadiths eingetreten. Kulliyatul Hadith. Viele von ihnen habe ich kennengelernt. Keiner von ihnen ist Hafidh al-Quran. Das heißt, er geht in die Fakultät der Hadith-Wissenschaft rein. Der muss jeden Tag große Mengen von Hadith auswendig lernen, aber er hat das Allahs Buch nicht auswendig. Warum diese umgedrehte Reihenfolge? Und bei den Gelehrten damals war das nicht so, war das nicht gang und gäbe. Bei den Gelehrten damals war das verboten. Ibn Khuzaymah ist ein Hadith-Gelehrter, der hat auch ein Buch, das heißt Sahih ibn Khuzaymah. Da hat er auch nach seinen Bemühungen, hat er Hadithe, sehr viele Hadithe aufgezählt. Nach seinem Ijtihad sagt er, sind alle Hadith. Dieser Ibn Khuzaymah, als er noch in seiner Lernphase war, ging er zu seinem Vater und sagte, ja Abati, oh mein Vater, lass mich Hadith schreiben gehen. Ich will Hadith lernen bei den Gelehrten. Sagt er, und hast du Allahs Buch schon auswendig? Sagt er, nein. Dann sagt er, geh Allahs Buch auswendig lernen, dann kannst du Hadith lernen gehen. Dann sagt Ibn Khuzaymah, verdhabt oder fagtarabt, dann bin ich gegangen. Die Gelehrten bemerken das, dann bin ich gegangen und habe Koran gelernt. Was glaubt ihr, wie lange er da gebraucht hat? Das war keine Eintagsfliege. Der ist gegangen, hat Allahs Buch auswendig gelernt. Kam zurück, sagte, Herr Vater, ich bin jetzt Hafidh al-Quran. Sagte, warte bis Ramadan, wir testen dich. Bete mal vor, eine Khatma. Dann musste er warten bis Ramadan. Dann hat er 3 Tage vorgebetet. Sagte, Herr Abati, ich bin fertig. Sagte, feier mit uns Eid, dann darfst du gehen. Hat er Eid gefeiert und dann ist er Hadith lernen gegangen. Diese Sachen gibt es nicht mehr in den arabischen Ländern. In Saudi-Arabien, was du willst, mach was du willst. Willst du Hadith, Kulia, geh. Kannst eine richtige Niete sein im Koran, nicht mal geradeaus lesen, aber du beschäftigst dich mit Hadith-Wissenschaft. Diese Reihenfolgen sind nicht richtig. Und deswegen sehen wir auch viele Katastrophen bei den Studenten. Ich will jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber was hat uns dahin gebracht? Genau, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, dass man sich mit Allahs Buch intensiv, gerade am Anfang, wenn man Student ist oder Wissen strebt, beschäftigen soll.